Jo, hi Leute, hier ist wieder euer Vagant mit einem neuen Unboxing-Video. Diesmal unboxe ich den B1 Centauro in einer späten Version. Das ist das erste Fahrzeug dieser Art. Mir hat das gefallen, dieses Fahrgestell vom Radfahrzeug halt, was so ähnlich ein bisschen aussieht wie der Lux oder so. Oder wie die Russen klitschen mit einem Panzerturm oben drauf. Da habe ich noch kein Modell von gehabt bisher und das wäre gern gierig drauf, denn packe ich manchmal auf. Ach so, zur Packung kurz, rundum sind ein paar Bilder drauf, sehr kleine Bilder, sonst ist hier nichts, ein bisschen Inhaltsangabe, unwichtig. Ja, Anleitung liegt schon oben auf. Jetzt brauche ich ein bisschen mehr Licht. Eben habe ich das weggedreht wegen der Spiegelung auf dem Karton. So, hier ist die Farbtabelle. Valeo, Model Master, Tamiya und Humbrol werden angezeigt. Was man da so an Farben braucht. Und ja, vom Farbschema sehr, sehr ja, einfach würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber einfarbig halt. So, fange ich gleich mit der Anleitung an, weil die oben aufliegt. Das ist ein Trompeter-Bausatz. Was erwarte ich davon? Die Anleitungen sind immer im gleichen Stil verfasst. Sehr, sehr gut. Wenig, ja, wie soll ich sagen, wenig Teile pro Baustufe, was das auch ganz übersichtlich macht. Da kommt man nicht so durcheinander, wenn ich so Dragon-Kits sehe und da die Anleitungen mir angucke, dann stellen sich mir die Nackenhaare hoch manchmal. Ist auch für einen etwas erfahreneren Modellbauer nicht gerade einfach, manchmal zu lesen, rauszulesen, was die von Dragon eigentlich von einem wollen. Wenn man nämlich vier Versionen von einem Fahrzeug bauen kann und alles ist auf einer Zeichnung drauf, dann kommt man schon mal durcheinander. So, das Oberteil der Wanne sieht so ein bisschen aus wie, ich würde sagen, wie ein abgehackter Striker irgendwie. Weiß ich nicht. Sehr komisch. So. Ja, Kabeltrasse, wird dann wohl ein Band dabei sein oder so. Das werde ich dann, wenn das wieder nur ein Band ist, wohl auch austauschen in Metall. Die kosten ja nicht so viel. Gibt das ja mittlerweile von Trompeter. Nee, von irgendeiner anderen Firma gibt es was zum Zurüsten. Mal schauen, hier sind ein paar Teile oben auf. Also ich sehe noch kein Band. Doch. Ah, Kupferdraht. Alles klar. Quadrat, dann brauche ich da nichts zu holen. Ja, der Turm. Bauanleitung von Turm. Da muss man viele, viele kleine Löcher bohren. Für die Version. Der Modellbausatz ist jetzt nicht mega aufwendig, sieht aber, wie ich finde, sehr geil aus. Das Rohr. Ja, ich glaube nicht, dass es da ein gedrehtes gibt. Das geht aber auch so, denke ich mal. Ja, also wenig Bauteile, relativ wenig Bauteile, deswegen auch dünne Anleitung. Trotzdem schöner Bausatz. Fange ich mal an mit den Bauteilen. Bauteile. Noch mehr Licht wieder. So. Von den Bauteilen her, ja. Was soll ich dazu jetzt sagen? Keine Unregelmäßigkeiten. Schon beim ersten Teileträger sieht alles sehr gut aus. Weder Fisch heute noch sonst was. Was anderes habe ich jetzt auch von Trompeter nicht erwartet. Hier ist jetzt der kleine Turm alleine. Ah, da drinnen sind wie die Räder, na, wie soll ich sagen, die Wellenhalterung, Knupsi-Dinger da. Ja, das finde ich immer sehr praktisch, weil dann kann man die Reifen schon fertig bauen oder zum Teil dann draufdrücken, auch wenn das Modell noch nicht lackiert ist. So kann man sich das schon mal so zur Seite stellen und auch, wenn man die Reifen einzeln macht, leicht aufbringen. Ohne Kleben finde ich das immer ein bisschen besser. So, ich mache das jetzt so, wie es hier liegt. Foto-Ätzteil, Bausatz, Platine, Träger, wie auch immer. Sehr übersichtlich, nicht so viele Teile. Aber hier sind so kleine Körbe. Ich denke mal, das ist irgendwie für die Beleuchtung oder so. Hinten das Kupferband. Deckels. Deckels sehr überschaubar wenig. Auch okay, muss ja nicht immer sein. Die Clearparts
sind alles diese Umlenkspiegel oder wie die heißen die? Die Winkelspiegel, genau. Reifen, Gummi, ganz schön viele. Also die haben auch Profil und das sieht so ein bisschen eingegangen aus. Sehr schön. Ja, großer. Irgendwie fehlt doch von oben noch einiges, oder? Ich muss da gleich mal gucken. Die Oberseite der Wanne habe ich gar nicht ausgepackt. Das kann dann ja nur hier irgendwo sein. Schau ich gleich mal. Ja, Turmbauteile. Sehr viele, sehr, sehr fein. Eine Oberfläche. Gut. Das freut mich. Keine Überraschung, auch in der Gussqualität. Trompeter-Bausätze sind einfach top. Und ja. Na, hier ist dann ein MG. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Das MG3 von, oder MG42 ist aber falscher Name, aber das MG3 wie bei uns. Ach ja, ist ja ein spanisches Fahrzeug, soweit ich weiß, ne? War das nicht so? Spanien hat diese eingesetzt, die Teile, und die haben natürlich deutsche Waffen. Ja, natürlich ist es nicht, aber haben sie. Ja, das Fahrgestell, die Räder. Fahrgestell ist falsch, Räder und Aufhängung. Und jetzt ist hier. Genau das wollte ich nämlich wissen. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ich sehe nämlich jetzt die Oberseite. Kriege ich das irgendwie auseinander, ohne das jetzt komplett zu zerstören? Ja. Das ist die Wanne von unten. Und dann habe ich hier noch was entdeckt. Ah, da ist nämlich das Teil, was ich gesucht habe. Sehr schön. Die Oberseite. Und die Unterseite, die Wanne. Das kann man dann auch mal so dran halten, denke ich mal. So. Oh, passt. Wie Faust auf Auge. Das ist ja geil. Ja, das ist auch so ein Bausatz, den man so als Quickie zwischendurch mal machen kann. Zumindest den Zusammenbau schon mal. Und den kann man sich dann auch unlackiert erstmal hinstellen. Dann ist er schon fertig und wartet aufs Lackieren. Das ist bei mir so, das passiert bei vielen Modellen bei mir, dass ich die dann zwischendrin, wenn ich mal Bock drauf habe, dann zusammenbaue. Und ich denke mal, für den Bausatz würde ich mal 2,5 bis 3 Stunden anschlagen. Dann ist er fertig. Gebaut, nur noch nicht bemalt. Das werde ich wohl zwischendrin auch machen. Weil so Bausätze wie zum Beispiel der, den ich jetzt baue, den Amerikaner, den Cougar, der ist, ja, da sind mehr Teile dran und der ist ein bisschen pflegebedürftiger, weil man da Teile vorher lackieren muss, bevor man das überhaupt zusammenbauen kann. Und im Moment bin ich nicht in der Lackierlaune, deswegen steht er da hinten. Ich will mal ein bisschen was basteln, bauen ohne zu lackieren wieder. Das brauche ich auch mal zur Entspannung. Ich habe eben gerade so ein Loch, wo nicht alles so hinhaut, wie ich das gerne will. Der Kuga, der hätte schon lange von innen fertig sein müssen. Und naja, vielleicht habe ich auch Depressionen oder wie man das nennt. Wer weiß das schon. Dann packe ich den mal wieder ein kurz. So, dass das so. Ja. Jetzt quäle ich auch nicht länger. Das Einpacken müsst ihr nicht sehen. Ups. Das mache ich dann gleich in Ruhe. Den Rückbau. So. Ja, das war denn das Unboxing von dem Centauro, von dem B1. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist ein schöner Bausatz. Der gefällt mir sehr. Wird meine Sammlung hinzugefügt, assimiliert, und das ist so ein Bausatz, den ich zwischendrin mal baue, ja, weil ich den mir so hinstellen kann und dann später lackieren. Sehr schön. Nicht so viele Fotoersatzteile und so ein Quickie-Bausatz. Ja, beim langen Telefonat kann man den zum Beispiel auch kleben. Den werde ich wahrscheinlich nicht mit Videoüberwachung bauen, sondern den werde ich wohl bauen, ohne dass da jemand zuguckt. Und dann später mit vielen Fotos eine Diashow machen und so. Das geht ja auch mal. Ich kann nicht immer alles aufnehmen. Das wird einfach zu viel. Ja, also, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt. Und wenn ihr noch irgendwas zu sagen habt, schreibt das bitte in die Comments. Ich freue mich über alles. Immer wenn ich beachtet werde, dann freue ich mich noch viel mehr. Denn bis zum nächsten Mal, zum nächsten Unboxing, euer Vagant. Ciao.